Rabatt. Fast die gesamte öffentliche Verwaltung setzt für E-Mail und Bürosoftware auf Microsoft. Erzeugt das nicht eine gewisse Abhängigkeit des Staates von einem ausländischen Softwarehersteller? Natürlich gibt es Abhängigkeiten, wenn man nur auf eine bestimmte Software setzt oder auch auf einen bestimmten Hersteller. Das ist gar nicht von der Hand zu weisen. Andererseits ist es natürlich so, dass Abhängigkeiten immer in Abwägung gesehen werden müssen mit Effekten, die einerseits in Richtung Wirtschaftlichkeit, andererseits in Richtung auch Sicherheit entstehen, weil man eben auch einen verlässlichen Ansprechpartner hat, weil man kein zusätzliches Know-how vorhalten muss und Ähnliches. Insofern ist das immer Gegenstand einer sehr bewussten Abwägung, aber gar nicht abzustreiten, dass natürlich Abhängigkeiten bestehen, die Sie im Übrigen wahrscheinlich auch zu Hause mit Ihrer eigenen Software und IT-Ausstattung haben. Ja, das ist immerhin ein Linux-Rechner. Aber natürlich, sozusagen, man ist abhängig von Herstellern. Die Frage ist eben, das ist ja, wenn man so will, das, was Kritiker aufbringt, dass diese Abhängigkeit von Microsoft, also der technische Ausdruck ist ein Login, dazu führt, dass der Staat im Grunde die Kontrolle darüber verliert und die Freiheit zu entscheiden, welche Software er einsetzt, sich immer tiefer da rein begibt in die Abhängigkeit von einem einzigen Hersteller. Der Aufwand für einen Wechsel eines Herstellers steigt sicherlich, auch steigt sicherlich mit der Zeit. Mhm. Das ist ohne weiteres einzuräumen. Andererseits ist es so, dass Sie vernünftige Alternativen brauchen. Die Glaubwürdigkeit, auch in Preisverhandlungen beispielsweise, einer Darstellung eines alternativen Szenarios, die muss schon gegeben sein. Und hier reden wir wirklich auch von einem Industriestandard. Wir reden davon, dass wir auch mit der von Ihnen genannten Firma natürlich sehr intensive Verhandlungen führen. Das Bundesinnenministerium schließt Rahmenverträge ab mit dieser Firma, auf die sich Länder und Kommunen jeweils beziehen. Die verwenden unsere Verträge quasi als Muster. Wir geben auch ergänzende Vertragsbedingungen raus, wo solche Sachen wie die technische No-Spy-Klausel drin sind. Das müssen Sie erklären. Die technische No-Spy-Klausel ist so gestaltet, dass der jeweilige Hersteller des Produktes, wenn wir denn einen Vertrag mit ihm schließen, zusichert, dass keinerlei Hintertüren in den Programmen sind, sie keine schadstiftenden Elemente unterhalten und Ähnliches. Also Dinge, die typischerweise ein Unternehmen, was haftbar gemacht werden kann, nur sehr ungern tut und wo es dann auf die Marktmacht ankommt. Sie haben vorhin von der Marktmacht von Microsoft gesprochen und Login-Effekte. Es ist aber durchaus so, dass der öffentliche Bereich in Deutschland mit Investitionssummen von über 12 Milliarden in toto sehr wohl auch eine Marktmacht hat. Unsere Rahmenverträge, die ergänzenden Vertragsbedingungen, die Muster, die wir zur Verfügung stellen, setzen dieser Marktmacht eines Herstellers quasi eine Macht der Nachfrager gegenüber der öffentlichen Hand in Deutschland. Eine der Besonderheiten bei dieser Software, die man von solchen Herstellern kauft, ist ja, dass es keinen offenen Quellcode gibt. Also sprich, die Sicherheitsbehörden können nicht wirklich prüfen, welche Art von Code auf den Rechnern der öffentlichen Verwaltung läuft, ist so eine Art Blackbox. Ist das nicht an sich eigentlich ein großes Risiko, wenn ein Staat mit solcher Art von Software arbeitet? Nein, nicht ein größeres Risiko, als wenn es mit quelloffener Software ginge. Diese Unterschiede, die sind nicht wirklich da. Also ein Windows-Betriebssystem hat aber Millionen, etwa eine knapp dreistellige Millionenzahl von Lines of Code. Die kann niemand sicheren Gewissens überprüfen. Das wäre spätestens nach den laufenden Updates, die die Hersteller ja auch rausgeben, immer wieder rollierend neu zu tun. Das kann mit der erforderlichen Sicherheit weder bei proprietärer Software noch bei Open-Source-Software, um da die Alternative zu nennen, passieren. Natürlich ist es so. Aber viele IT-Fachleute haben da aber eine sehr andere Meinung. Und sogar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also ich zitiere mal hier aus der strategischen Position, so wie sie auf der Website steht,
Die Prüfung von Software auf Sicherheitslücken sollte immer möglich sein. Beim Einsatz von Software kann dies ein K.O.-Kriterium sein. Es steht Vertrauen versus Wissen. Ja. Das ist doch eine klare Ansage eigentlich. Das ist eine klare Aussage. Trotzdem ist es nicht so, dass die Alternative ohne weiteres diesen Mangel behebt. Da haben wir Beispiele, also wenn ich an den berühmten Heartbleed-Vorfall denke, der nochmal deutlich gesagt, gezeigt hat, dass in diesem Falle über 2 Jahre auch Sicherheitslücken in Open-Source-Software, deren Code sehr wohl von allen möglichen Leuten gecheckt wird, existieren können. Also ist es nicht so, dass Open-Source-Software von vornherein sicherer wäre. Natürlich ist es so, dass bestimmte Einsichtsrechte in kritischen Bereichen, so ist das auch bei Sicherheitsbereichen in der Bundesverwaltung, eingeräumt werden müssen, damit ein Einsatz von Software erfolgen kann. Aber es ist nicht so, dass der Code von einem Office-Paket oder des gesamten Betriebssystems eingesehen werden kann. Das ist, wie gesagt, aber auch nicht praktikabel. Das BSI schreibt, ich darf nochmal zitieren, Ziel ist es, Monokulturen zu vermeiden, weil diese leichter angreifbar und daher sicherheitstechnisch bedenklich sind. Ja. Zudem verhindert Softwarevielfalt die Bildung von Monopolen und deren negativen finanziellen Auswirkungen. Das fordert doch eigentlich eine ganz andere Richtung, oder nicht? Das beschreibt die Strategie, die auch die Strategie des Bundes insgesamt ist. Gar keine Frage. Nur das präkludiert nicht, dass man hinsichtlich der bestehenden Industriestandards Ausschlüsse formuliert, die dann, sag ich mal, andere Probleme nach sich ziehen, nämlich in dem von mir genannten Bereich der Standardisierung, Konsolidierung oder auch der Wirtschaftlichkeit. Denn auch das muss gegeben sein. Aus Sicherheitssicht, und das ist die Aufgabe des BSI, darauf sehr deutlich hinzuweisen, ist es natürlich immer vorzugswürdig, 2 Quellen zu haben. Also 2 nebeneinander stehende Produkte. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das nicht in jedem Fall so. Ich würde das in Sicherheitsbereichen immer unterschreiben, was Sie gerade zitiert haben. Für den Einsatz ganz normaler Bürosoftware im Alltag würde ich das nicht ohne weiteres unterschreiben. Überlegen Sie, welche Aufwände es mit sich bringen würde für ein 2. Produkt. Installationskosten, Betriebskosten, Know-how von Betriebspersonal, was das warten und pflegen muss, vorzuhalten, die Bedienerfreundlichkeit, die Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Produkte, das müssen Sie sich alles doppelt vorstellen. Ich bin nicht sicher, ob ein Anwender, der zu Hause auch keine 2 Softwarepakete hat, bereit wäre, aus Steuermitteln hier 2 alternative Produkte in allen Bereichen, und davon reden wir ja, mitzutragen. Für den Sicherheitsbereich unterschreibe ich das natürlich voll. Unter Umständen wäre ja der Gewinn langfristig doch da. Also ich meine, man muss bedenken, die italienische Armee setzt jetzt komplett ihre Office- und Mail-Software auf Open Source um. Die französische Gendarmerie Nationale hat es gemacht und betreibt es seit vielen Jahren erfolgreich, behauptet sogar, sie hätte dabei viel Geld gespart. Also kann man das so pauschal sagen, dass es keine Alternativen gibt? Nein. Pauschal kann man das nicht sagen und pauschal habe ich das auch nicht gesagt. Und ich habe auch gesagt, dass das, was das BSI hier formuliert hat, natürlich immer, wenn es wirtschaftlich halbwegs darstellbar ist, ein richtiger Weg ist. Und im Sicherheitsbereich machen wir das auch so und haben immer die Dual Source aus 2-Quellen-Strategie nach oben gehalten. Gleichwohl ist es so, und da ist jetzt gerade aus wirtschaftlichen Gründen sicherlich auf München zu verweisen, die das Linux-Projekt, ich muss sagen, leider beenden, weil das natürlich ein interessanter Fall war, wo man auch zeigen konnte, dass eine größere Verwaltung sehr wohl mit einer Open-Source-Umgebung, auch mit einer Open-Source-Basis arbeiten kann. Wenn das BSI jetzt konsolidiert wird hinsichtlich ihrer eigenen IT, dann wird auch das BSI Microsoft-Software einsetzen, nicht in allen Bereichen. Gar keine Frage, dass es nach wie vor in den sensiblen Bereichen Linux-Systeme geben wird oder andere Open-Source. Haben Sie das München-Projekt eigentlich selber sich mal angeguckt? Haben Sie nachgeforscht, warum die da jetzt umstellen? Also da mögen viele Gründe, über die ich jetzt nicht fabulieren will, maßgebend sein. Also der Chef der IT in München sagt, technische Probleme sind es nicht. Dass der Chef der IT, der dafür die Verantwortung trägt, sagt, das glaube ich gerne.
Ich habe mich nicht auf dem Niveau, dass ich jetzt hier mir ein fundiertes Urteil erlauben kann, damit beschäftigt. Da kann von den rein technischen Gesichtspunkten über Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, über Sicherheitsgesichtspunkte jede Menge von Gründen eine Rolle spielen. Weil Sie die Sicherheit gerade nochmal erwähnen, gerade die Dokumente in den Office-Formaten von Microsoft werden ja ganz häufig als Angriffsvektoren benutzt, weil sie eine besonders komplexe Dateistruktur haben. Das hat das BSI auch nochmal bestätigt, weil sie bieten eine größere Angriffsoberfläche. Wäre es nicht dann zumindest angeraten, dass man von diesen komplexen Formaten, wo man sehr leicht irgendwie Schadsoftware verstecken kann, dass man davon runtergeht? Ja, da sprechen Sie einen Punkt, an den ich für zentral halte. Denn es ist nicht notwendigerweise der Einsatz von proprietären Produkten, sondern die Verwendung von offenen Standards, die man in den Vordergrund rücken würde und die ich in den Vordergrund rücken möchte. Microsoft hat, als es seinerzeit begonnen hat, von DOC auf DOCX-Formate umzusteigen, haben sie sich für ein paar Eigenheiten entschieden und haben festgestellt, dass es von staatlichen Stellen aus der Wirtschaft, aber auch von einzelnen Usern eine Menge Gegenwind gab, weil sie sich nicht korrekt an den Standard gehalten haben, der hier angesagt war. Deshalb offene Standards und Interoperabilität ist dramatisch wichtig. Ich selbst habe das erfahren, habe gerade letzte Woche eine Diskette zu Hause gefunden aus alten Zeiten. Da gab es eine deutsche Office-Software, StarWriter von StarDivision in Lüneburg. Und die kann heute kein System mehr so lesen, dass ich das verwenden könnte. Ja, aber ich sage jetzt mal, die Office-Dokumente sind nicht in offenen Standards in aller Regel. Es sind aber auch keine proprietären Standards. Microsoft orientiert sich schon an OpenXML und das in der Art und Weise, dass es sehr wohl so ist, dass andere Programme diese Formate lesen können. Ich kann Ihnen hier auf dem Rechner das Gegenteil beweisen, anhand meiner eigenen Präsentationen, die unter Open Source nicht zu sehen und nicht abspielbar sind. Sehen mir das gerne an. Es ist umgekehrt so, dass es Probleme gibt. Und das ist in der Tat, darauf würde ich gerne nochmal eine Betonung legen, von dramatischer Bedeutung, dass auf die Einhaltung der Standards geachtet wird. Wir haben dasselbe Problem bei der Umsetzung von OpenOffice-Formaten beispielsweise oder NeoOffice-Formaten, die unter Microsoft-Produkten gelesen werden. Und das ist nicht nur so, dass das an Microsoft liegt, sondern eben leider auch an Implementierung der Open-Source-Software. Das kann ich jetzt nicht überprüfen, weil das würde mich schon sehr wundern. Weiteres Thema. Microsoft ist ja ein amerikanisches Unternehmen und unterliegt damit dem US Patriot Act. Ist also verpflichtet, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste in Amerika dabei zu unterstützen, was immer die an Anforderungen stellen, häufig dann auch noch mit Anweisungen durch geheime Gerichte. Ist das nicht, wenn man dann deren Software auf unseren staatlichen IT-Infrastruktur einsetzt, mehr oder weniger eine Einladung zur Spionage und Ausforschung? Microsoft unterliegt amerikanischem Recht, völlig klar. Wir haben allerdings, wie ich glaube, nicht nur über die vertraglichen Vereinbarungen, die wir hier mit Microsoft schließen, ausreichend Sicherheit, dass keine sensiblen Daten abfließen. Wir verfolgen natürlich mit Interesse das, was im Moment an Rechtsstreitigkeiten läuft, auch zwischen Microsoft und den Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist im Moment ein Verfahren vor dem Supreme Court, wo es darum geht, ob Microsoft verpflichtet ist, Daten, die im Ausland gespeichert sind, also beispielsweise auf Servern in Irland in dem konkreten Fall, an amerikanische Behörden herauszugeben. Bisher hat Microsoft diesen Rechtsstreit in den Vorinstanzen gewonnen. Und wir beobachten mit Interesse, wie jetzt der Supreme Court entscheidet. Das ist sicherlich, das können Sie jetzt meiner Stellungnahme entnehmen, ein Kriterium, was sehr wichtig ist, dass wir sicher sein können, wenn Daten in Europa, in Deutschland gespeichert werden, dass sie von da, auch von amerikanischen Firmen, nicht an amerikanische Behörden oder an Behörden von anderden Staaten herausgegeben werden. Angenommen, der Supreme Court entscheidet für die Regierung und gegen Microsoft. Wäre das dann ein Grund zu sagen, okay, dann steigen wir bei Microsoft aus? Dann werden wir unsere Politik an der Stelle deutlich überarbeiten müssen, ja.
Microsoft hat ja nun nachweislich auch schon bei dem PRISM-Programm der NSA mitgearbeitet, wo es um die Ausforschung von europäischen Institutionen oder auch Bürgern oder Politikern ging. Also reicht nicht allein die Tatsache, dass in der Vergangenheit das vorgekommen ist, aus, um jetzt schon genügend Skepsis und Verdacht gegen eine Firma zu hegen, die so eng im Kontakt mit der NSA arbeitet? Also erstmal sind wir ganz klar an deutsches und vor allem an europäisches Vergaberecht gebunden. Und das, was Sie jetzt vermuten oder als Verdacht formulieren, das muss schon so konkret sein und klar nachweisbar sein, dass es auch vor Gerichten Bestand hat. Das ist nicht der Fall. Wenn ich die Folgerungen, die wir gezogen haben, sehe, dann bin ich eigentlich sowohl mit der No-Spy-Klausel, der technischen No-Spy-Klausel, von der ich eben gesprochen habe, in den Verträgen, als auch mit den Beschaffungsregelungen, wo der No-Spy-Erlass gilt. Das heißt, wo im Vergabeverfahren die Firmen zusichern müssen, dass sie entsprechend sich an das deutsche europäische Recht halten und keinen Verpflichtungen unterliegen, Daten herauszugeben, die sie im Zuge der denkbaren anzubahnenden Vertragsbeziehungen bekommen. Weil Sie gerade die Beschaffung erwähnen, das Europäische Parlament hat zweimal schon gefordert, bei der Beschaffung von Software für die öffentliche Hand sollte die Offenlegung des Source Codes, des Quellcodes zum Vergabekriterium gemacht werden. Nur hat sich da keiner dran gehalten. Wäre das nicht im Grunde ein richtiger Schritt? Vielleicht mit einer Übergangsphase, aber dass man das einfach grundsätzlich europaweit zum Kriterium erhebt? Übergangsphase ist ein gutes Stichwort, denn es muss praktikabel sein. Man kann viel auf dem Papier fordern, aber man muss letztlich das, was man an Anforderungen hat, gegen das stellen, was der Markt zu bieten hat. Und da ist eben nicht nur auch ein Sicherheitsgesichtspunkt oder eine Einsichtnahme in 100 Millionen Lines of Code von Source Code maßgebend, sondern erfüllt die Software die Anforderungen, die man stellt. Über die funktionalen Anforderungen hinaus, was ist mit der Usability, ist die Software barrierefrei und. Es ist nicht einfach damit getan zu sagen, so jetzt schließen wir, ich bleibe nicht bei Ihrem Beispiel, sondern sage irgendjemanden, der uns ein Softwareprodukt anbietet, aus, wenn ich anschließend überhaupt keine Möglichkeiten habe. Ich muss ja, und das sage ich sehr deutlich, wirklich, ich muss im Zuge der Digitalisierung sehen, dass die Anforderungen, die ich habe, an die IT-Unterstützung, an die Digitalisierung, die ich vornehme, dass die auch tatsächlich erfüllt werden können. Also wir haben Angebote gesehen von alternativen Anbietern, wenn man so will, gerade virtualisierte Lösungen, die den gesamten Office-Bereich abdecken und wo ich ehrlich gesagt, was die Funktionalität und die Nutzbarkeit angeht, überhaupt keinen Unterschied mehr sehe. Ist das nicht ein bisschen veraltet, so die Vorstellung, alle anderen Angebote entsprechen nicht so richtig unseren Anforderungen? Müsste man da nicht nochmal neu gucken? Also die Firma, die Sie vorhin genannt haben und auch einige andere Hersteller, die bilden schlichtweg den Industriestandard ab. Ja. Und es ist generell so, dass Sie, wenn Sie dann die Wirtschaftlichkeit prüfen der Angebote, auch zu dem Ergebnis kommen, dass in häufigen Fällen, in vielen Fällen eine Skalierung ab einer bestimmten Menge von vielen Anbietern nicht mehr hergestellt werden kann, aber auch und das sagen Sie vielleicht leichthin für den Privatanbieterbereich, dass eine komplexe Systemlandschaft insgesamt betreut werden kann und mit Pflege und Wartung und Garantien der Weiterentwicklung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass das schon extrem schwer ist, hier Anbieter zu finden, die abseits des Industriestandards die Anforderungen wirklich erfüllen können. Wäre das nicht eigentlich auch eine Riesenchance, eine europäische Softwareindustrie selber zu entwickeln, indem man eben die Kriterien für die Nachfrage von der öffentlichen Hand ändert, weil dann plötzlich ganz andere Dinge entstehen? Ich meine, die öffentliche Hand macht im IT-Bereich fast ein Drittel der gesamten Nachfrage aus. Insofern, da würde sich radikal was ändern. Das wäre so eine Art Airbus-Projekt für die europäische Softwareindustrie, wenn die Europäer da gemeinsame Sache machen würden. Der Reiz ist natürlich immer da. Und es gibt auch Forderungen von einem europäischen PC bis hin zu einem europäischen Softwarekonzern.
Wir haben in Europa noch einen großen Softwarekonzern, das ist die SAP, die auch den Weltmarkt bedient für betriebswirtschaftliche Software. Was wir nicht haben, ist es im Bereich der Consumer und im Bereich der Standard-Bürosoftware und der Betriebssysteme diese Vielfalt. Und hier ist es einfach so, dass der europäische Markt erstens noch nicht so einheitlich ist, wie er es sein sollte. Deshalb ist der Digital Single Market ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft, die Sie sich, so unterstelle ich es Ihre Frage gemeint, wünschen. Es ist ganz schlicht so, dass im europäischen Markt auch heute nicht die Größe vorherrscht wie in Amerika, wie in China. Und damit haben deutsche Unternehmen per se ein Problem, zumal sie, wenn sie ein Produkt auch nur in Europa anbieten wollen, sie immer mehrere Sprachen anbieten müssen, Lokalisierungen. Diese Probleme hat ein Unternehmen im amerikanischen Markt nicht. Dann kommt ein Punkt dazu, den ich leider beobachte, dass viele Unternehmen, die für Nischen durchaus gute Lösungen anbieten, dass die sehr wohl eher darauf gucken, gerne gekauft zu werden, sei es von einem amerikanischen oder von einem chinesischen oder einem anderen ausländischen Unternehmen, als dass sie versuchen, sich den Markt hier in Europa zu erobern. Es ist oft der Weg zu ein wenig schnellerem Geld, als dann hier auf einen Börsengang in Europa hinzuarbeiten. Sie sprechen häufig den Markt an und die öffentlichen Ausschreibungen, aber eigentlich wird doch gerade bei der Ausschreibung oder bei der Beschaffung von Verwaltungssoftware gar nicht mehr richtig ausgeschrieben. Also gerade für den gesamten Verwaltungsbüro-E-Mail-Bereich schließt die Bundesverwaltung alle 4 Jahre die sogenannten Konditionenverträge mit Microsoft ab. Und da findet im Grunde gar keine Ausschreibung mehr statt, sondern das wird so gesetzt und dem folgen dann alle anderen. Der Wettbewerb ist ausgeschaltet. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem Entwicklung eines europäischen Marktes? Das ist so nicht richtig. Eine Ausschreibung findet sehr wohl statt, weil Microsoft nicht selbst verkauft, sondern Microsoft verkauft über Zwischenhändler, die dann anbieten und die in der Tat im Wettbewerb miteinander stehen. Aber Herr Barth, das wäre so, als ob die Verwaltung, wenn sie für den Fuhrpark neue Autos kauft, den Wettbewerb unter Volkswagen-Händlern anheizt und alle anderen Hersteller ausschließt. Also das ist doch kein Markt, das ist doch kein Wettbewerb. Also die Ausschreibungen, die wir mit bestimmten formulierten Anforderungen machen, die sind zunächst mal offen für alle. Und es ist nicht so, dass der Bund mit seinen Konditionenverträgen irgendeinem Land oder irgendeiner Kommune, Sie haben vorhin München angesprochen, vorschreibt, was sie für Software einsetzen soll. Das heißt, wir reden hier sehr wohl von einem Markt und von den Mechanismen eines Marktes, die jetzt gerade, aus welchen Gründen auch immer, wir haben vorhin von München gesprochen und dem Linux-Experiment nenne ich es jetzt erstmal, weil es eben nicht sich fortzusetzen scheint. Und da kann man schon sehen, dass es sehr wohl auch andere Möglichkeiten gibt. Aber die eindeutige Mehrheit der deutschen öffentlichen Hand entscheidet sich, so ist einfach die Faktenlage, eher für den Industriestandard als für so eine eher als Experiment empfundene offene Lösung. Was dann dazu führt, dass jede Kommune, jede Landesverwaltung gemäß den Konditionenverträgen einfach eine Ausschreibung macht, wir brauchen neue Microsoft-Lizenzen, wer gibt uns die Microsoft-Lizenzen am billigsten? Das kann in vielen Fällen so sein. Ja, das muss nicht in allen Fällen so sein. Also ich wiederhole nochmal, letztlich sind sowohl Kommunen als auch Länder als auch der Bund in ihren Entscheidungen frei. Ein Rechtsexperte sagte uns, eigentlich ist das ein permanenter Bruch des europäischen Ausschreibungsrechts, was ja im Grunde vorschreibt, dass jede Beschaffung oberhalb eines gewissen Schwellenwerts, ich glaube derzeit sind es 135.000 Euro, europaweit ausgeschrieben werden muss und zwar ohne Nennung von Markennamen. Ja, hier spielt aber auch der Gesichtspunkt der Standardisierung und der Konsolidierung eine wesentliche Rolle. Und das hat schon mit den Login-Effekten zu tun, die Sie vorhin erwähnt haben. Wenn Sie einmal, jetzt gehe ich mal einfach auf Datenbankhersteller, eine bestimmte Datenbank haben, dann ist es schon eine enorme Summe, die Sie in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung einstellen, eine Umstellung auf einen anderen Hersteller in Ihre Vergabeentscheidung mit einzubeziehen.
Das ist in der Tat ein klassischer Lock-in-Effekt, weil er ganz schlicht wirtschaftlich zu einer schlechteren Lage führt für all die, die noch zusätzlich eine Migration auf ihre Produkte einpreisen müssen. Könnte man über lange Frist nicht doch auch einen Haufen Geld sparen, weil ja immerhin die Lizenzen für proprietäre Software müssen ja nun jedes Jahr entrichtet werden. Da kommt ja einiges zusammen, oder? Da kommt einiges zusammen und hier kommt aber auch wieder ein Standardisierungs- und Konsolidierungseffekt zum Tragen, weil natürlich entsprechende Rabattierungen auch zur Verfügung stehen, je mehr an Abnahmemöglichkeiten sich erschließen für die großen Hersteller. Also es ist nicht so, dass auch hier merken wir durchaus, dass es einen Markt gibt, selbst wenn er nicht ausgeprägt sein mag und nach außen hin nicht den Anschein erweckt, dass Wettbewerb funktioniert. Denn sonst wäre die Bereitschaft, auf bestimmte Konditionen einzugehen, seitens der Hersteller noch weniger ausgeprägt, als wir es erleben. Aber insgesamt steigen die Kosten. Also nach Angaben des Beschaffungsamtes Ihres Ministeriums sind nur im Bereich der Bundesverwaltung von 2008 bis 2015 die Lizenzgebühren für Microsoft von 29 Millionen auf 78 Millionen pro Jahr gestiegen. Das ist ja ein ganz ordentlicher Zuwachs, ne? Also wo ist da die Grenze? Richtig. Und die Bundesverwaltung macht ja nur einen kleinen Teil der öffentlichen IT aus. Das ist richtig. Allerdings berücksichtigen Sie dabei nicht, dass die Gegenleistungen natürlich auch entsprechend gestiegen sind. Das heißt, wir haben mittlerweile Landschaft, wo es auch um Cloud Computing geht, wo es um Kommunikationssysteme, Kollaborationssysteme geht, die auf der anderen Seite auch stehen. Nun könnte man beklagen, dass das dann auch schneller bei Microsoft zu Zuschlägen führt als bei anderen Herstellern. Umgekehrt ist es so, dass es für eine konsolidierte Landschaft, wo alle Komponenten zusammenspielen und die damit einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht, einen wirtschaftlicheren Betrieb ermöglicht, von Vorteil ist. Bei den Verhandlungen über die Konditionenverträge im 2014, also die derzeit laufenden, hat ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen umfangreichen Katalog von 46 Forderungen gestellt, die im Vertrag festgeschrieben werden sollten. Wurden diese Forderungen alle erfüllt? Diese Forderungen sind erfüllt worden. Natürlich ist es so, dass über den Inhalt der einzelnen Forderungen immer wieder auch gestritten wurde. Was ist konkret gemeint? Worauf bezieht sich das? Aber ja. Ich habe gehört, dass sie innerhalb des Vertrages nicht erfüllt wurden, sondern dass nachträglich irgendwie noch eine Zusatzvereinbarung verhandelt werden musste. Ja, das ist richtig. Wir waren nicht mit allen Regelungen in der Verhandlung durch und haben in der Tat noch nachverhandelt. Es gab ja da wichtige und weniger wichtige Forderungen. Eine erschien mir besonders wichtig, nämlich forderte das BSI, also das zuständige Bundesamt, die Möglichkeit zur Löschung der sogenannten Trusted Platform Module. Das waren gleich 5 Einzelforderungen und die Möglichkeit zur Löschung von Schlüsseldatenbanken, um sie unter eigene Kontrolle zu bringen. Beides zusammen bedeutete einfach, dass die jeweiligen also Sicherheitsbehörden oder die Verwaltung wirklich volle Kontrolle über ihre eigene IT bekommen und dass es keine Eingriffsmöglichkeiten quasi von außen geben sollte über das Netz. Sind diese beiden Forderungen vollgültig erfüllt worden? Also erstmal würde ich gerne unterscheiden. Wenn Sie sagen volle Kontrolle, dann bedeutet das, dass nicht Microsoft, sondern der Nutzer, in dem Fall die Bundesverwaltung, bestimmt, welches konkrete Betriebssystem mit gegebenenfalls welchen Modifikationen aus Sicherheitsgründen hochgefahren wird. Das ist das eine und ja, das ist erfüllt worden. Wir haben vom BSI die Freigabe für den sogenannten Bundesclient, der auf der Basis von Windows 10 im Moment im Rahmen der IT-Konsolidierung des Bundes erstellt wird. Und der ist genau anhand dieser Kriterien überprüft und entsprechend freigegeben worden. Ich würde gerne den anderen Teil mal hervorheben. Das, was zu Recht und zu Recht für die Bundesverwaltung als Einschränkung von Eigenständigkeit empfunden wird, ist objektiv betrachtet auch von einigen Vorteilen begleitet. Nämlich dem Vorteil, dass über Microsoft, ähnlich wie das bei Apple mit seinem App Store passiert,
eine Prüfung von neuer Software, die auf das Gerät aufgespielt wird, erfolgt. Das heißt, die Kontrolle von Microsoft, so kritisch man sie betrachten mag, führt aber auch dazu, dass das Aufspielen von Software, die möglicherweise Schadcode enthält, die schädlich sein kann, verhindert wird. Also es gibt sehr wohl gute Argumente dafür, auch zu sagen, dass diese Systeme, die wir aus Sicherheitsgründen durchaus auch kritisch betrachtet haben, für den gesamten Consumermarkt einen Gewinn an Sicherheit darstellen. Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, diese beiden Forderungen, dass die Bundesverwaltung die Möglichkeit hat, auf allen Rechnern diese sogenannte Trusted Platform Module zu löschen und durch was Eigenes zu ersetzen, wurde die erfüllt? Wir haben vollen Zugriff und die Möglichkeit, unsere eigene Software dort hochzufahren und zu betreiben. Und die Verwaltung der zugehörigen Schlüssel und Zertifikate, wozu ja dann diese Schlüsseldatenbanken benötigt werden, wurden auch vollständig unter Bundeshoheit gestellt. Da gibt es keine Schlüsseldatenbanken, die von Microsoft verwaltet werden, weil da schrieb das BSI, ich zitiere, bei Einsatzbereichen mit hohem Schutzbedarf und kritischer Infrastruktur sei das dringend geboten. Ja. Da können Sie gerne bei den Kollegen vom BSI nochmal über die Modalitäten, die Sie da vereinbart haben, sprechen. Das ist so. Jetzt gab es in diesem vielen langen Forderungskatalog, gab es auch eine Stelle, die fand ich jetzt, wenn man so will, die ist so banal, dass man sich im Grunde wundert, dass man es überhaupt nötig hat, das zu erwähnen. Und zwar geht es um die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und dem Bundesamt. Und da steht dann, Anfragen des BSI an Microsoft werden inzwischen teilweise gar nicht mehr oder nur mit großer Verzögerung beantwortet. Hier ist insbesondere bei für Microsoft mutmaßlich unangenehmen Fragen eine deutliche Häufung dieses Verhaltens festzustellen. Insbesondere werden unangenehme Fragestellungen des BSI an Microsoft in aller Regel völlig ignoriert. Das klingt so ein bisschen so, als ob da ein großer amerikanischer Konzern der deutschen staatlichen Sicherheitsbehörde auf der Nase rumtanzt. Muss man sich das wirklich gefallen lassen? Nein, das ist nicht so. Dass das BSI hier drastische Worte wählt, um eine gute Verhandlungsposition zu haben, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und hier geht es vor allem darum, dass Microsoft und andere amerikanische Konzerne, also ich tue mich sehr schwer, diese Konzentration hier auf diesen einen Markennamen nachzuvollziehen, dass die natürlich, wenn sie auf Schwachstellen angesprochen werden, um ein Beispiel zu nennen, oder Probleme, die mit ihrer Software bestehen, dann relativ schnell antworten können sollten, damit das BSI entscheiden kann, ob und in welcher Form und wann sie eine Warnung aussprechen. Und wir können nicht bestätigen, dass vielleicht infolge dieser drastischen Sprache, dass wir hier größere Probleme haben. Das BSI entscheidet dann und hat das auch natürlich in der Hand, nach eigenem Ermessen, wann sie eine Warnung ausspricht. Und wenn sie noch keine ausreichenden Informationen hat, dann ist das eher zum Schaden von Microsoft, wenn das BSI eventuell voreilig irgendwelche Warnungen ausspricht. Mhm. Also hier haben wir, glaube ich, ein partnerschaftliches Verhältnis, was von unterschiedlichen Interessen natürlich geprägt ist. Wir haben ganz klare auch nationale Sicherheitsinteressen, die das BSI zur Geltung bringt. Microsoft will vielleicht nicht unbedingt über Probleme und Schwachstellen zu einem Zeitpunkt Auskunft geben, zu dem sie selbst noch glauben, dass es das vielleicht auch gar nicht so gibt oder dass sie das möglichst schnell beheben können. Jetzt hat ja auch der Bundestag sich intensiv mit der Frage beschäftigt und hat dann am 27. September 2016 eine große Resolution verabschiedet oder, wenn man so will, einen Auftrag an die Bundesregierung mit breiter Mehrheit. Also alle großen Parteien waren beteiligt. Da steht dann folgender Satz: Vor allem US-amerikanische Unternehmen nutzen ihre Dominanz im Bereich der IT und die Standardisierung dahingehend, Geschäftsmodelle abzusichern und Märkte abzuschotten. Deutschland und Europa verlieren auf diese Weise ihre technologische Souveränität. Wenn der Bundestag sowas mit breiter Mehrheit feststellt, dann ist es doch irgendwie, glaube ich, müsste es doch eigentlich ein großes Thema auch für die Bundesregierung sein, oder? Es ist ein Thema für die Bundesregierung, natürlich. Das können Sie der digitalen Agenda entnehmen, das können Sie aber auch dem Regierungsprogramm von 2013 entnehmen, wo das drin steht. Natürlich ist das ein Thema. Die andere Frage ist die, über die wir vorhin gesprochen haben, inwieweit Sie und in welchen Zeitabschnitten Sie tatsächlich reagieren können, um hier effektiv Änderungen herbeizuführen.
Da gibt es eine Menge, auch eine Menge, was Sie gerade im Sicherheitsbereich tun können. Aber es ist nicht so, dass Sie die Welt auch mit einer Resolution von heute auf morgen ändern. Das ist eine strategische Ausrichtung, die wir natürlich verfolgen. Das Parlament hat hier gesprochen. Aber nochmal, es wird sicherlich Zeit brauchen, bis hier Gesamteuropa in eine andere Richtung eventuell gehen kann, die erfolgversprechend ist. Der Bundestag forderte damals in den Rahmen, ich zitiere wieder, in den Rahmenvertragsverhandlungen mit den Anbietern von Informations- und Netzwerktechnik auf vertrauenswürdige und offene Standards, Interoperabilität, Nachhaltigkeit und höchste IT-Sicherheit zu drängen und die Abhängigkeit von Monopolstrukturen im Bereich der Hard- und Software sowie der Netzwerktechnik abzubauen. Was ist denn nach diesem Bundestagsbeschluss praktisch geschehen, um diese Forderungen zu erfüllen? Also die Forderungen sind ja jetzt nicht wie eine Überraschung über uns gekommen. Nö, das sind alles lange Vorläufe gegeben. Bestimmt. Das sind alles Grundsätze, die wir seit jeher verfolgen, die je nach Gegebenheiten einerseits des Marktes, andererseits auch der Anforderungen, die man stellen muss, erfolgreicher und schneller oder auch nicht so erfolgreich und schnell vonstatten gegangen sind. Wir haben im Bereich der IT-Konsolidierung, glaube ich, eine Menge realisiert. Ich würde es gerne so beschreiben, das, was der Anwender macht, indem er sich vergewissert, dass er Software hat, der er vertrauen kann, das machen wir auch. Ich habe Ihnen vorhin den NOSPI-Erlass, die NOSPI-Klausel genannt. Wir haben die Möglichkeit, innerhalb von Deutschland vertrauenswürdig zu kommunizieren, in der Regierung vertrauenswürdig zu kommunizieren. Sie können ohne weiteres sich eines Messaging-Dienstes bedienen, der Daten in Deutschland oder in Europa nur speichert und bewegt, Ende zu Ende verschlüsselt. Sie können Cloud-Lösungen von deutschen Anbietern nehmen. Sie können Anbietern vertrauen, die Ihnen zusichern, dass Sie eine E-Mail nur innerhalb von Deutschland verschicken. Sie können vor die Cloud-Angebote anderer Anbieter deutsche Verschlüsselungssoftware, proprietäre Lösungen oder Open-Source-Lösungen schalten. All das machen wir auf einem anderen Niveau, auch in der Bundesverwaltung. Und das hilft schon sehr, die Abhängigkeiten zu reduzieren. Aber gleichzeitig wird jetzt ein neuer Konditionenvertrag mit Microsoft ausgehandelt, oder? Ja, natürlich. Wie sollte es anders sein? Microsoft ist eins der Standardprodukte, so wie bei Datenbanken eine andere Firma auch Industriestandardprodukte herstellt und vertreibt. Und natürlich müssen wir beim Auslauf der Verträge dafür sorgen, dass die Stellen, sei es in Kommunen, in Ländern oder auch im Bund, Software nach wie vor zu günstigen Bedingungen erwerben können. Das ist überhaupt keine Möglichkeit, hier zulasten des Steuerzahlers eine Grundposition zu vertreten, die zu riesigen Folgeaufwendungen führen würde und möglicherweise zu Sicherheitsproblemen. Oder auch zu mehr Sicherheit und mehr Unabhängigkeit. Da können wir beide nur mit den Schultern zucken. Das kann sein, aber wie ich vorhin an anderem Beispiel schon genannt habe, es ist nicht selbstverständlich, dass nicht proprietäre Software per se sicherer ist als proprietäre Software. Selbstverständlich nicht, aber es hat eine höhere Wahrscheinlichkeit. Noch eine Frage, das liegt vielleicht daran, dass ich selber zwei Söhne als Studenten habe. Eine Methode von Microsoft, das Monopol, wenn man so will, für diesen Bereich Office-Software und E-Mail-Verwaltung zu festigen, ist, an den Schulen und Universitäten im ganz großen Stil die zugehörige Software mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung zu stellen, insbesondere für Schüler und Studenten. Und dazu gehört dann auch Microsoft Office 365, was mehr oder weniger automatisch dazu führt, dass die Rechner von unseren Kindern und unseren jungen Leuten in großer Fläche, im ganz großen Stil mit der Microsoft Cloud-Infrastruktur verbunden werden. Also praktisch alle jungen Leute, die ich kenne, liefern ihren gesamten Datenbestand über MS Office 365 an die Cloud von Microsoft aus und benutzen dafür öffentliche Schulen und Universitäten. Haben Sie dabei nicht ein ungutes Gefühl, wenn ein so ein Konzern da im großen Stil die Daten unserer Kinder ausforscht und sie dauerhaft an ihre Infrastruktur bindet? So, ob er sie ausforscht und dauerhaft an die Strukturen bindet, dazu kann ich keine Aussage machen.
Das, was Sie beschreiben, ist ein kommerzielles Verhalten, über dessen ethische Ausrichtung man sich streiten kann. Ich habe eben gesagt, und das halte ich für eine absolute Alternative, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, und die sind nicht teuer, die müssen nur genutzt werden von den Menschen, mit deutscher Verschlüsselungssoftware zu arbeiten und die vor die jeweiligen Cloud-Angebote zu schalten. Das ist eigentlich kein größeres Problem. Und es ist so, Sie haben erneut auf einen Konzern abgestellt, dass gerade im Informatikbereich viele, gerade der großen Konzerne, weil es Standard ist und weil die Studenten es nachfragen, dass sie da, wo sie spätere Zukunftschancen haben, und das ist natürlich ein selbstverstärkendes System, günstige Software angeboten bekommen, ist das sehr wohl eine Entwicklung, die nicht schön ist, aber die im Prinzip den Marktmechanismen entspricht, so wie sie seit geraumer Zeit sind. Ich habe schon Schullizenzen gehabt, mit dem Schülerausweis kaufen können. Da habe ich mir ähnliche Fragen wie Sie sehr wohl auch gestellt und war dann letztlich aber froh, dass ich mir das überhaupt leisten konnte, mir entsprechende Software zu kaufen. Und dasselbe ist bei anderen Lehrmaterialien leider auch der Fall. Okay, herzlichen Dank. Sehr gerne.